Was wir heute vorhaben, also vorgestellt haben wir uns ja schon ganz kurz. Und zwar werden wir eben einen kurzen Überblick darüber geben, was es im Bereich der ja, Nachhaltigkeitsberichterstattung im kommunalen Bereich für Standards gibt. Also wir werden jetzt nicht sehr in die Tiefe gehen, aber auf jeden Fall einen Überblick geben und hoffentlich auch eine Entscheidungshilfe geben für Sie. Und danach werden wir dann etwas in das ESG-Cockpit reinschauen, das unser, also das Nachhaltigkeitsberichtstool, was wir hier im Klimabündnis in Kooperation mit Akarion anbieten. Und am Schluss gibt es natürlich auch noch Raum für Ihre Fragen. Und genau, dann beginnen wir mit dem inhaltlichen Teil. Und zwar, ja, wenn man sich eben als Kommune oder Kommunalverwaltung mit dem Begriff Klimaneutralität oder Treibhausgasbilanzierung beschäftigt, dann begegnet einem oft eine Vielzahl an Standards, aber auch ganz häufig das Greenhouse Gas Protokoll. Und dabei handelt es sich aber nicht um einen einzigen Standard, sondern um eine ganze Standardreihe, eben für die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen. Also es können Unternehmen bilanziert werden, es können kommunale Gebiete bilanziert werden, aber auch Produktzyklen und noch vieles mehr. Das World Resource Institute und der World Business Council for Sustainable Development koordinieren eben die Entwicklung dieser Standards. Und aber für die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen der kommunalen Verwaltung, also als Organisation, können wir den Corporate Standard empfehlen, der im Allgemeinen auch oft unter Klimabilanz erwähnt wird und ermöglicht eben die Bilanzierung von direkten und indirekten Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von ja, Aktivitäten, die eben in beispielsweise einer Kommunalverwaltung anfallen. Und genau, ist eben auf Basis der Organisation gut anwendbar. Wir möchten noch ganz kurz, weil das auch öfter mal auftaucht in Diskussionen, auf das Greenhouse Gas Protocol for Cities verweisen. Das bietet eben einen Rahmen, oder ja, es bietet einen Rahmen für die Treibhausgasbilanzierung auf kommunalem Gebiet. Also das Gebiet ist hier, also das Wort Gebiet ist hier zu betonen, weil eben im Unterschied zum Corporate Standard, der eben für Einzelorganisationen anwendbar ist, hier eben das Territorium bilanziert wird, also eine Territorialbilanz erstellt werden kann. Dieses Greenhouse Gas Protocol for Cities wird derzeit jedoch recht wenig von Kommunen verwendet, jedenfalls nach unserem Kenntnisstand. Und weil es eben sehr umfangreich ist und auch sehr hohe Anforderungen stellt, die eben in der alltäglichen Praxis nicht gut umgesetzt werden oder angewendet werden können, weil es oft auch Daten erfordert, die nicht so leicht zugänglich sind oder schlicht nicht vorhanden sind. Und deswegen empfehlen wir eben noch auf, ja, oder wir empfehlen eben, wenn Sie eben eine Bilanzierung Ihres gesamten kommunalen Gebiets planen, eher den BISCO-Standard, also die Bilanzierungssystematik kommunal, die eben auch bei uns ja, im Klimabündnis eigenen Tool, dem Klimaschutzplaner, hinterlegt ist. Und das sind eben, oder diese Systematik ist eben an die Gegebenheiten und die Datenverfügbarkeit vor Ort angepasst und genau deshalb besser anwendbar. Jetzt komme ich noch zum ja, Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune oder auch BNK genannt. Also wenn Sie eben auf dem kommunalen Gebiet, also hier bezieht sich der Standard wieder auf das gesamte Gebiet, nicht auf eine Einzelorganisation. Wenn Sie dort über die Bilanzierung von Treibhausgasen hinausgehen möchten, dann ist eben der Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune geeignet. Er basiert konzeptionell auf dem deutschen Nachhaltigkeitskodex und bietet eben beispielsweise Verwaltungen, die den deutschen Nachhaltigkeitskodex nutzen, die Möglichkeit, die Berichterstattung mit ja, kommunalen Eigenbetrieben oder auch dem Kommunalgebiet zu verknüpfen. Und der Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune besteht aus neun Steuerungskriterien.
Also ich nenne jetzt nur mal drei. Das sind zum Beispiel Strategie, Ziele und Finanzen. Und aus neuen Handlungsfeldern, das sind zum Beispiel Klimaschutz und Energie, lebenslanges Lernen und soziale Gerechtigkeit. Also da sieht man deutlich, dass es eben über Treibhausgase hinausgeht. Und der Berichtsrahmen besteht auch noch aus einem ergänzenden Set aus quantitativen Indikatoren, die genau auf den SDG-Indikatoren für Kommunen basieren. Also da ist dann eben auch das gesamte Spektrum der Nachhaltigkeit abgedeckt. Und jetzt gehen wir weiter. Ja, zu den zwei großen Standards, die auch oder neben der Klimabilanz auch bei uns im Tool, im ESG Cockpit vorhanden sind. Das ist einmal EMAS und oder noch kurz vorweg, das sind eben auch zwei Standards, die Sie wunderbar auch für die klimaneutrale Verwaltung oder auch darüber hinaus verwenden können für Einzelorganisationen. Und genau, EMAS bedeutet eben Eco-Management and Audit Scheme und ist ein freiwilliges Instrument der Europäischen Union, das Unternehmen und Organisationen dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Also der Fokus steht hier auf dem Thema Umwelt und es erfüllt dabei auch automatisch die Anforderungen der ISO 14001, wenn Ihnen das etwas sagt. Das ist eine Umweltmanagement-Systemnorm, die eben auch die internen Abläufe verbessern soll. Aber EMAS ist eben sehr viel umfassender. Genau. Und genau, im ESG Cockpit kann man dann eben neben der Erfassung der Treibhausgasemissionen auch Detailauswertungen zu Mobilität, zu Energie, Biodiversität und Wasser, Stickoxiden und anderen Staubemissionen noch erheben. Und genau, das ist dann die Ergänzung zu den Treibhausgasemissionen. Ein weiterer Standard, der eben auch auf dem Weg zu einer klimaneutralen oder auch nachhaltigen Kommunalverwaltung helfen kann, ist der GRI-Standard, beziehungsweise die aktuellste Fassung der GRI-Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, wenn man das ausführlich nennen möchte. Und sie umfassen eben Berichterstattungsgrundsätze, Standardangaben und auch Umsetzungsanleitungen eben zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Und ja, eben nicht nur für Umweltthemen, sondern auch für soziale Themen und wirtschaftliche Themen. Dafür ist eben auch eine Wesentlichkeitsanalyse erforderlich. Also man muss dokumentieren, welche Indikatoren kann ich für meine Organisation erheben und das oder ja, also welche sind wesentlich für mich? Das kann man in unserem Tool abbilden, aber auch alle relevanten Daten erheben und natürlich auch ja, den Bericht dann letztendlich erstellen. Gut, vielleicht erstmal bis dahin, gibt es von Ihrer Seite Fragen zu den Standards, die Sina gerade vorgestellt hat? Dann bitte einfach einen Chat posten. Wir sammeln das so ein bisschen und würden es dann auch nachher beantworten. Ich würde jetzt ansonsten, ich sehe gerade keine Fragen im Chat, einfach mal weitermachen und zwar zum Thema Corporate Sustainability Reporting Directive kurz etwas sagen. Also, wir kommen jetzt weg von der Kommunalverwaltung und jetzt geht es in erster Linie auch um den Bereich kommunale Betriebe. Also manche Kommunen haben ja auch Beteiligungen an Betrieben oder kommunalen Betrieben oder kommunalen Unternehmen. Insofern ist es vielleicht für Sie auch interessant. Deshalb wollten wir das hier jetzt noch kurz aufführen, weil das ja auch europäische Relevanz hat. Also diese CSRD, diese Directive, die ist seit 2022, ist die sozusagen in Kraft. Und das Ziel dieser Directive ist es, dass öffentlich zugängliche und vergleichbare Informationen über Risiken und Chancen von Unternehmen bezüglich von Nachhaltigkeitsaspekten vorliegen.
Und dass eben auch Finanzströme hin zu mehr nachhaltiger Wirtschaftlichkeit gelegt wird. Und das alles steht natürlich auch wieder im Zusammenhang mit dem Green Deal. Also man möchte hier von EU-Seite aus den Übergang der bisherigen Wirtschaft zu einer, sage ich mal, nachhaltigen und auch zukünftig wettbewerbsfähigen Wirtschaft fördern im Zusammenhang mit dem Green Deal. Und letztendlich ersetzt diese CSRD, diese ursprüngliche CSR-Richtlinie, die hieß auch Non-Financial Reporting Directive von 2014. Und was Sie jetzt hier erstmal sehen, ist einfach der, sage ich mal, die Kriterien, die jetzt für kommunale Unternehmen auch relevant sind. Also es gibt Unternehmen, die nach der ersten, also der CSR, auch schon berichtspflichtig sind. Das sind aber multinationale große Konzerne oder Industrieunternehmen. Die interessieren uns hier aber weniger, sondern es sind in erster Linie sogenannte große Unternehmen und die werden über drei Kriterien halt definiert, also wovon zwei erfüllt sein müssen, also mindestens 250 Mitarbeitende, 40 Millionen Euro Umsatz oder mehr und eine Bilanzsumme von über 27 Millionen Euro. Wenn zwei dieser Kriterien erfüllt sind, dann müssen solche Unternehmen auch ab 2025, also für das Berichtsjahr 2025, einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Und genau, die Anforderungen sind eben auch hier, dass es soll nachgewiesen werden, dass das Geschäftsmodell und die Strategie des kommunalen Unternehmens eben mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist, also sozusagen einen Beitrag leistet, ne, zur Treibhausgasreduktion. Es soll auch gezeigt werden, dass die Nachhaltigkeitsziele, die sich die Organisation setzt, Fortschritte erzielt. Das heißt, Risiken sollten auch sichtbar gemacht werden, Abhängigkeiten zu anderen Geschäftsfeldern, zu Zulieferern oder zu, ja, einfach zu dem Umfeld, in dem sich zum Beispiel ein Stadtwerk oder ein Abfallwirtschaftsunternehmen bewegt. Und es müssen in diesem Zusammenhang eben auch Leistungsindikatoren identifiziert werden, die diese Vorgaben abbilden und messbar machen. Und ja, also die konkrete Ausgestaltung der Berichtsanforderungen aus dieser CSRD, die wird eben dann durch diesen künftigen ISAS abgebildet. Das ist der European Sustainability Reporting Standard. Und beim European Sustainability Reporting Standard ist es so, der ist im Moment noch in Ausarbeitung. Der ist aber voraussichtlich im Juni damit zu rechnen, dass dieser Standard dann auch festgelegt ist, dass der verabschiedet wird und dass der dann eben gilt. Und dazu gibt es vielleicht noch Folgendes zu sagen. Also wir wissen noch nicht allzu viel über diesen Standard, aber was man schon weiß, seit Mai 2022 gibt es einen Entwurf dieser European Financial Reporting Advisory Group, die in Brüssel sitzt und die Europäische Kommission dabei berät, diesen Standard aufzusetzen. Also es wird zwei allgemeingültige, übergreifende Standards geben zur Nachhaltigkeit. Dann wird es fünf zum Thema Umwelt geben. Und jetzt sind wir schon im Bereich ESG, also fünf zu Umwelt, vier zu Soziales und zwei zum Bereich Governance, also das heißt Unternehmensführung, Wirtschaftlichkeit. Und das heißt also, dieser Standard wird auch wieder weit über das, was zum Beispiel die Klimabilanz abbildet, die ja vor allem im Bereich Umwelt sich bewegt, eben hinausgehen. Und außerdem, das muss man auch noch dazu sagen, können Unternehmen auch künftig unter den Anwendungsbereich der sogenannten EU-Taxonomie-Verordnung fallen. Die ist auch wieder in sechs Felder gegliedert und da gab es auch in den letzten Monaten oder Jahren ein großes Gerangel drum, ob zum Beispiel Kernenergie, ob die jetzt sozusagen als nachhaltig klassifiziert wird oder teilweise auch Gas. Also da ist im Prinzip auch noch einiges im Fluss, aber wie Sie sehen, also die europäischen Anforderungen hier an die auch kommunalen Unternehmen, die nehmen ständig zu. Und also es läuft alles darauf hinaus, dass man wirklich sich jetzt also nicht nur auf Ebene der kommunalen Verwaltung oder auch bei den Unternehmen, sondern auch bei den kommunalen Unternehmen sich wirklich Gedanken machen sollte, wie man das Thema Nachhaltigkeit so managt, dass man, sage ich mal, auch als Unternehmen, Organisation, Verwaltung sich eben auf den Weg macht, also möglichst noch das 1,5-Grad-Ziel von Paris einzuhalten. Und ja, das erfordert natürlich einen gewissen Aufwand und deshalb wollen wir Ihnen ja hier auch heute so ein bisschen zeigen,
welche Möglichkeiten es gibt, um diesen Prozess, sage ich mal, gut zu managen. Und genau, es fängt ja schon an hier mit der Auswahl eines entsprechenden Standards, dann natürlich auch, dass man sich intern Ziele setzt. Was möchte man denn erreichen in puncto Nachhaltigkeit, eine Strategie dann entwickelt, vor allem mit den relevanten Bereichen, die das auch betrifft in der Organisation. Und dann eben sich gemeinsam überlegt, welche Maßnahmen kann man ergreifen und wie man die Maßnahmen dann auch messbar machen kann, sodass man in einen sogenannten Plan-Do-Check-Act-Zyklus reinkommt, also im Prinzip Maßnahmen aufsetzt, den Erfolg von Maßnahmen misst, dann schaut, was hat sich bewährt, was nicht, und dann neue Maßnahmen aufsetzt und das auch immer wieder kommuniziert in Richtung der Stakeholder oder innerhalb und außerhalb des Unternehmens, um zu signalisieren, dass man am Thema Nachhaltigkeit arbeitet und dort auch Fortschritte erzielt. In dem Prozess ist natürlich auch ein Tool wichtig und deshalb wollen wir Ihnen jetzt zunächst mal noch, also Sie haben wahrscheinlich nicht alle hier unsere letzte Veranstaltung gesehen, wo wir das ESG-Cockpit zum ersten Mal vorgestellt haben. Deshalb nochmal kurz drei Worte zum oder drei Sätze zum Thema ESG-Cockpit, bevor wir dann ins Tool einsteigen und Ihnen einfach mal zeigen, wie die Standards, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, zumindest eine Auswahl davon auch sich im ESG-Cockpit abbilden, damit Sie, sage ich mal, auch den Zusammenhang zwischen Standard und Tools und so gut nachvollziehen können. Also zunächst mal zum ESG-Cockpit. ESG heißt eben Environmental Social Governance. Wie gesagt, ist in der ISRS ja zum Beispiel schon abgebildet, diese drei Begriffe. Also die tauchen immer wieder auf. Deshalb ist es gut, wenn man die auch hier mal kurz nochmal vorstellt. Also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung ist eben mehr als eine reine CO2-Bilanz oder, sage ich mal, dass man misst, wie viel Tonnen CO2 gewisse Aktivitäten auswerfen. Und was das ESG-Cockpit jetzt kann, es unterstützt eben, sage ich mal, anhand verschiedenster Standards, die wir rechts mal aufgelistet haben, also EMAS, GRI, Greenhouse Gas Protokoll, die SDGs, auch diesen CDP oder Economy for the Common Good, das ist Gemeinwohlökonomie. Nach diesen Standards kann man dort Nachhaltigkeit, Berichte erstellen und sich auch dann auf Basis dieser Berichte zertifizieren lassen. Und was im zweiten Halbjahr jetzt auch noch geplant ist, durch das ESG-Cockpit, das für den deutschen Nachhaltigkeitskodex, das war ja auf der ersten Folie, wie Sie gesehen haben, zu dem Berichtsstandard Nachhaltige Kommune, dass wir hier auch noch eben den deutschen Nachhaltigkeitskodex mit seinen Indikatoren abbilden oder Science-Based Targets Initiative oder eben den genannten ESRS, wenn da im Juni rauskommt, werden wir auch zeitnah eben letztendlich mit Indikatoren-Set im ESG-Cockpit abbilden. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, meine Kollegin hat ja schon den Hinweis auf die endenergiebasierte Territorialbilanz gemacht. Also wir sind hier mit dem ESG-Cockpit auf Ebene der Organisation. Also man macht hier eine Bilanz für die Organisation, während man beim Klimaschutzplaner zum Beispiel eine Bilanz macht für das Gebiet der Kommune. Und insofern ergänzt sich natürlich beides sehr gut, der Klimaschutzplaner für das Gebiet der Kommune und dann innerhalb der Kommune hat man ja einzelne Organisationseinheiten, Verwaltung, kommunale Betriebe und dort kann man dann jeweils auf Organisationsebene eine Klimabilanz, aber auch eine komplette Nachhaltigkeitsberichterstattung aufsetzen. Und insofern, wenn man beide Tools hat, hat man natürlich sozusagen gewisse Synergien, weil zum Beispiel die Emissionsfaktoren, die im Klimaschutzplaner drin sind, die sind genauso auch im ESG-Cockpit drin hinterlegt und es ist auch geplant, dass man eine Schnittstelle zum KSP dann im zweiten Halbjahr programmiert, sodass man die Daten nur einmal eingeben muss in eins der beiden Systeme und dann im anderen jeweils halt nutzen kann. Ja, zurück zum Tool nochmal. Das ESG-Cockpit ist eben ein webbasiertes Tool, das ermöglicht eine relativ einfache, dezentrale Verwaltung ihrer Daten, die für die Nachhaltigkeitsberichterstattung erforderlich sind und ermöglicht auch die automatisierte Erstellung von Berichten oder das Generieren von entsprechenden Tabellen oder Grafiken. Und die Zielgruppe sind eben alle, die sich mit Nachhaltigkeitsmanagement beschäftigen, also einmal die Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Managerinnen in Unternehmen, wobei wir hier eher auf kleine mittelständische Unternehmen fokussieren, aber auch kommunale Betriebe und vor allem natürlich öffentliche Verwaltungen. Es können Landesverwaltungen sein, Kommunal-, Kreisverwaltungen, aber darüber hinaus auch, also Wirtschaftsprüferinnen oder Unternehmensberaterinnen. Und jetzt schaue ich mal kurz in den Chat, ob
schon Fragen haben und sonst würden wir einfach gleich weitermachen. Sina, kannst du, genau, welcher Standards gilt für den COM? Ist das der Covenant of Mayor? Habe ich das richtig verstanden? Ja, also so verstehe ich die Frage auch. Ich kann gerne was dazu sagen. Also genau, also beim Covenant of Mayors ist ja ein Teil dieses Aktionsplans, den man da erstellt. Also so wie ich es verstehe, also ich bin keine Expertin zum Covenant of Mayors, aber ist ein Teil eben die CO2-Bilanz und es ist eben so, dass es ist eine territoriale Bilanz, ist auf das Gesamtgebiet der Kommune bezogen, eben keine Organisationsbilanz. Und es ist möglich, dass wenn man beispielsweise den Klimaschutzplaner mit dem BISCO nutzt, dass man dort eine Vorlage exportiert, die man dann eben für die Bilanzierung im Rahmen vom Covenant of Mayors dann nutzen kann. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann würden wir nämlich einen Blick in das Tool vornehmen. Muss ich kurz wechseln, die Ansicht. Genau, also wie schon erwähnt, ist das ESG Cockpit eine browserbasierte Software. Achso, es gab noch eine Nachfrage, habe ich gerade gesehen. Genau, also mit dem ESG Cockpit gibt es keine Zusammenhangsmöglichkeit bis jetzt. Es ist eben auch eine andere Bilanzierungslogik, die dahinter steht. Also das ESG Cockpit ist eben auf eine Einzelorganisation wie die Kommunalverwaltung oder ein Energieversorger ist dafür konzipiert und genau und eben nicht für das gesamte kommunale Gebiet. Dafür gibt es dann den Klimaschutzplaner oder den BISCO. Genau, und Berichterstattung nach CESRW. Genau, es gab jetzt noch eine Frage, dann machen wir die vielleicht, bevor wir ins Tool einsteigen. Genau, eine Berichterstattung nach CSRD ermöglicht. Also genau, das hatten wir vorhin kurz besprochen. Wir sind dran an dem ESRS, das ist der European Sustainability Reporting Standard, der sich ja auf diesen CSRD auch stützt. Der wird aber erst im Juni voraussichtlich, wird er dieser Standard final feststehen und publiziert werden. Und wir haben dann vor, dass es eben so bald wie möglich dann auch umgesetzt wird im ESG-Cockpit, was so schwierig nicht sein wird, voraussichtlich vielleicht, weil er wird sich voraussichtlich sehr stark an dem GRI orientieren, den wir ja auch hier drin haben im Tool. Und letztendlich sind die Indikatoren ja, sage ich mal, in vielen dieser Standards sehr ähnlich oder, sage ich mal, überschneiden sich auch, sodass es eigentlich mit dem ESRS auch wieder zwar ein neues Set gibt von Indikatoren, aber man muss sich so vorstellen, es werden einfach bestehende Indikatoren dann neu gruppiert, also zu einem Standard, beziehungsweise vielleicht kommen noch einige dazu, die bisher noch nicht in anderen Standards dran waren. Und die muss man dann eben zusätzlich noch einrichten. Und dann hat man die im Prinzip auch hier in der Oberfläche des Cockpits drin, wenn Sie sich für das Tool entscheiden und dann eben, sage ich mal, eine Version dann erwerben, die genau diesen Standard dann halt auch vorkonfiguriert anbietet. Genau, dann, wenn es jetzt nicht noch weitere Fragen gibt, mache ich weiter mit der Vorstellung des Tools, beziehungsweise wie sich die Standards, wir gehen jetzt hier auf die Klimabilanz, auf EMAS und ein bisschen auf GRI ein, wie sich die eben im Tool verhalten und abbilden. Aber ganz grob, kurz vorweg nochmal zur grundsätzlichen Funktionsweise. Also es ist eben ein browserbasiertes Tool. Und auf der Startseite wird man dann von dem aktuellen Arbeitszeitraum, wie jetzt hier die Musterstadt 2021, empfangen. Und man hat gleich den Blick, wie viele Daten sind schon eingetragen. Das sind hier die grünen Punkte. Und es fehlt noch einiges. Und dann kann man eben direkt auch in die Dateneingabe springen. Grundsätzlich
Ja, das Herzstück des Tools ist das Organigramm. Da können Sie eben Ihre Organisationsstruktur abbilden. Hier ist es die Musterstadt 21 mit Ihrer Kommunalverwaltung, den Schulen und Kitas, sonstigen kommunalen Gebäuden und auch dem Fuhrpark. Also Sie können es auch individuell anpassen. Sie können beispielsweise die Schulen und Kitas noch weiter differenzieren oder genau, wie Sie das brauchen. Also genau, das grundsätzlich. Hier der grüne Balken steht wieder für den Ausfüllgrad und der untere für die Datenqualität. Also die beste Datenqualität sind natürlich exakte Daten und dann gibt es aber eben nicht für alles exakte Daten und dann können Sie eben auch auswählen, ob es jetzt ein berechneter Wert oder ein geschätzter Wert ist, den Sie eingetragen haben. Sie haben auch hier die Möglichkeit, ein Excel-Sheet zu exportieren für größere Datenmengen, wo Sie das dann einfüllen können und wieder in das Tool hinein importieren können. Und jetzt, also grundsätzlich bewegen wir uns hier gerade in der Umgebung des EMAS-Standards. Und im EMAS-Standard ist auch schon, wie auch im GRI-Standard, die Klimabilanz inkludiert. Also die Indikatoren überschneiden sich da zu einem ja, sehr großen Teil. Und bei EMAS ist es nur so, dass es noch ein bisschen umfangreicher ist und es weitere Angaben gibt, wie beispielsweise zu Abfall und Wasser oder zu biologischer Vielfalt oder auch MitarbeiterInnen und ja, Fahrzeuge kann man noch extra eintragen. Aber ansonsten ist die Klimabilanz hier auch schon enthalten. Da kann man dann jetzt beispielsweise Energiedaten eintragen, Energieverbrauchsdaten. Hier ist schon das Erdgas mit dem Emissionsfaktor aus dem Klimaschutzplaner eingetragen. Und Sie können, auch wenn Sie das nicht in Kilowattstunden vorliegen haben, können Sie das hier mit einer Umrechnungsfunktion dann machen. Und genau, da gibt es noch viele weitere jetzt energiebezogene Daten, die Sie eintragen können. Aber auch Mobilitätsdaten können Sie erfassen, zum Beispiel Gütertransporte, aber auch Dienstreisen oder den Mitarbeitenden Pendelverkehr. Das ist alles erfassbar. Und wenn Sie das dann auswerten, gibt es jetzt ist das Einfachste, wenn Sie eine Klimabilanz erstellen möchten, der Überblick, die Überblicksauswertung. Da schauen wir jetzt einmal gerade rein. Dann können Sie den entsprechenden Zeitraum auswählen oder ja, den Zeitraum und dann werden Ihnen die Ergebnisse ausgespuckt, also auch die Energiedaten, die Sie eingetragen haben, aber auch die CO2-Emissionen in CO2-Äquivalenten. Und hier haben Sie verschiedene Grafiken, die Treibhausgasemissionen darstellen, wo Ihre Hotspots sich befinden oder auch wie sich die Emissionen auf die Scopes, also sind es jetzt direkte oder indirekte Emissionen, wie sich das darunter aufteilt. Und Sie können auch in die einzelnen Emissionskategorien noch genauer reinschauen, wenn Sie das dann darstellen möchten, können die das auch übersichtlicher machen. Genau, das ist so ein Klimabilanzbericht, wie er am einfachsten dann erstellt werden kann, wenn Sie alle Ihre Daten eingetragen haben. Und jetzt schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz, wie das im Tool aussieht, wenn der GRI-Standard hinterlegt ist. Wie schon erwähnt, der GRI-Standard inkludiert grundsätzlich auch die Klimabilanz. Also wenn man jetzt beispielsweise in den Bereich Umwelt reinschaut, dann erkennt man da sehr viel Überschneidungspunkte wie Material oder Energie und Mobilität. Und aber was ist eben, was den GRI-Standard ausmacht, ist eben diese breite Fächerung, eben nicht nur auf Umweltthemen, sondern auch auf soziale Themen und Lieferanten oder MitarbeiterInnen-Themen sind sehr ausführlich, können Sie darüber berichten. Und auch Wirtschaftsthemen werden betrachtet. Also das ganze
Spektrum von ESG, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, können Sie hier abbilden. Und genau, von der Funktionsweise ist das Tool, ist das genau das Gleiche, nur es ist eben ein anderer Standard hinterlegt und deswegen unterscheidet sich die Dateneingabe und der, ja, die Auswertung etwas. Also vielleicht können wir noch mal kurz den Überblicksbericht zeigen. In der wenn wir auf Auswertung klicken, Überblick GRI und dann den Auswertungstyp Zeitraum und den Zeitraum meine Organisation 21 auswählen. Genau. Und den Überblick anzeigen. Dann stellt sich eben ein ganzer GRI-Bericht, wie man ihn auch als Word-Dokument sich runterladen kann, als Vorlage, die man dann weiter bearbeiten kann. Und da ist eben auch wieder die Scope-Logik abgebildet, aber zusätzlich, wenn man noch weiter nach unten scrollt, auch hier beispielsweise Personenkilometer oder auch man könnte, wenn da jetzt noch mehr Daten eingetragen sind, eben auch die MitarbeiterInnen-Daten so als Grafiken darstellen und genau. Und genau, ganz kurz kann ich vielleicht auch noch zeigen, wie man eine Detailauswertung für die Klimabilanz zum Beispiel macht. Oder möchtest du noch was zum GRI sagen, Edgar? Das ist gut, ja. Okay. Können wir das machen. Genau, dann, weil es gibt noch eine zweite Auswertungsmöglichkeit. Genau, wenn wir jetzt, wir waren jetzt eben bei der Überblicksauswertung und wir können aber auch, können auch Vorlagen verwenden, die man beliebig anpassen kann. Und dann kann man sich das diese Vor oder dann kann man sich eben seinen Zeitraum, wo man die Daten eingetragen hat, nach den Indikatoren auswerten. Also wenn man jetzt auf Umwelt, den Bereich Umweltmanagement und Energie geht, werden einem eben nur die Ergebnisse aus diesem Bereich angezeigt, in einer, entweder in einer Tabellenform oder auch in Balkendiagrammform. Das kann man auch noch anpassen, dass es eben etwas übersichtlicher wird. Und oder auch in ja, Liniendiagrammform. Oder auch bei einzelnen Stoffen kann man sich die, oder bei einzelnen Kategorien kann man sich auch Tortendiagramme anzeigen lassen und ja, diverse Analysen noch durchführen, wenn man möchte. Genau, das wäre es dann zu dem Teil. Gut, Sina, dann vielleicht ist mal noch so eine inhaltliche Frage. Kann man die Emissionsfaktoren einsehen oder sind diese im Hintergrund? Also man kann also bei der Auswertung jetzt kann man verschiedene Emissionsfaktoren-Versionen einstellen, also aus welchem Jahr die Emissionsfaktoren stammen. Und ich kann das gerade noch mal in der Dateneingabe zeigen. Einen Moment. Umweltenergie. Wenn wir beim Beispiel Erdgas bleiben, gibt es eben hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Also dieses RER steht, wenn ich mich nicht irre, für europäische Emissionsfaktoren und dann DE eben für deutsche Emissionsfaktoren. Also es gibt schon zum Teil unterschiedliche. Und vielleicht nochmal ein Hinweis. Also wir freuen uns natürlich, wenn Sie es interessiert. Können Sie uns jederzeit ansprechen, dann können wir über Ihre Situation sprechen und dann Ihnen auch ein individuelles Angebot machen, also für die Nutzung des ESG-Cockpits. Das ist immer besser, ne? Das andere sind eben, sage ich mal, jetzt so unser, sage ich mal, Standardprogramm, aber
Wir versuchen natürlich immer auf Ihre individuellen Anforderungen dann auch einzugehen und dann finden wir meistens auch eine gute Lösung. Ja, vielleicht, um zum Schluss nochmal so ein paar Dinge zu sagen. Also fangen wir mal an mit den Standards. Also aus unserer Erfahrung mit den Standards wollen wir Ihnen vielleicht einfach nochmal so ein paar Dinge, vielleicht ein paar kleine Empfehlungen zum Abschluss mitgeben. Also wie Sie, wenn Sie am Anfang stehen, jetzt für Ihre klimaneutrale Verwaltung zum Beispiel, sich zu überlegen, welcher Standard kommt in Frage. Vielleicht auch das Thema nochmal Zertifizierung, ne? Das haben wir bisher auch noch nicht angesprochen. Also wenn Sie einen Bericht erstellen, zum Beispiel auf EMAS oder auch GRI, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, sich hinterher über eine externe Stelle einen Audit durchführen zu lassen und sich entsprechend zertifizieren zu lassen. Das ist sozusagen alles möglich, auch auf Basis des ESG-Cockpits. Deshalb wollen wir das an der Stelle auch nochmal erwähnen. Also neben den Berichtsstandards, die wir Ihnen vorgestellt haben, gibt es eben auch noch Zertifizierungsstandards. Die sind teilweise identisch mit den Anbietern der Berichtsstandards, aber nicht immer, ne? Es gibt zum Beispiel auch sowas wie EcoStep, das ist ein reiner Zertifizierungsstandard. Das setzt zum Beispiel auf GRI auf. Also macht man eine Bilanzierung nach GRI und lässt sich dann nach EcoStep zertifizieren. Also hier gibt es die unterschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten und der Bereich ist, sage ich mal, auch relativ komplex und erfordert doch auch so eine gewisse Erfahrung und Übersicht, um sich da zurechtzufinden. Aber das wäre vielleicht auch eine Idee nochmal für ein Folgeseminar, dass wir uns mit dem Thema Zertifizierungsstandards beschäftigen und Ihnen dann da auch nochmal was anbieten, vielleicht im zweiten Halbjahr diesen Jahres. Ich sehe gerade im Chat, bevor wir hier nochmal so ein bisschen das Thema abrunden, der Herr Esslinger hatte noch eine Frage, kann dies an ein Energiemanagement-Software gekoppelt werden? Also meines Wissens stand heute nicht, was wir aber immer machen können. Und dazu ist das ESG-Cockpit eigentlich auch wirklich geeignet. Und das sehen Sie auch hier rechts für die 5 Gründe für das ESG-Cockpit. Also auf Wunsch machen wir auch ein Customizing an die speziellen Kundenanforderungen. Also ein Customizing kann zum Beispiel sein, dass man, wenn unsere Kunden den Wunsch haben, dass die Daten bei Ihnen im Haus gehostet werden und eben nicht bei unserem Anbieter, der nach Nachhaltigkeitskriterien und Datenschutzkriterien europäischen natürlich zertifiziert ist und wo man sich wirklich keine Gedanken machen muss, die Daten liegen da sicher, aber es gibt doch immer wieder Fälle, wo dann Kunden sagen, nö, sie wollen es doch lieber die Daten alle in-house haben, dann können wir sowas zur Verfügung stellen und wir können auch ein Customizing zur Verfügung stellen, das heißt Schnittstellen programmieren, individuelle an solche Energiemanagementsysteme. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, das wird dann nach Aufwand für die Programmierer entsprechend abgerechnet und das kann auch gleich oder schnell relativ aufwendig und kostenintensiv werden. Insofern müsste man dann immer im Einzelfall nochmal hinschauen, genau, erstmal, was brauchen Sie überhaupt für Daten im ESG-Cockpit? Welche sind vorhanden im Energiemanagementsystem und welche Möglichkeiten auch aus Ihrer IT heraus zu unserem System bestehen, um solche Schnittstellen zu programmieren und wie aufwendig wird das? Das müsste man dann einfach mal kalkulieren. Aber standardmäßig gibt es zu Energiemanagementsystemen im Moment keine Schnittstellen, weil da gibt es ja auch eine unglaubliche Anzahl von Systemen und die Anfragen, die sind doch eher relativ selten, dass man dort direkte Schnittstellen haben will. Und wahrscheinlich ist es am Ende des Tages einfacher, man macht sozusagen einen Datenexport aus dem Energiemanagementsystem, überführt die in unsere Eingabe-Excel, ne, die ist ja schon so konfiguriert, dass die Daten dann entsprechend, sage ich mal, sortiert und aufbereitet sind und dass sie dann mit Knopfdruck eigentlich diese Excel nur noch bei uns im Tool hochladen müssen und dann sind die Daten alle im System drin. Insofern müsste man einfach nochmal Sie schreiben, zwei Tools zu betreuen heißt weitere Aufwände, aber Schnittstellen zu programmieren und vor allem funktionierende Schnittstellen zu programmieren, bedeutet natürlich auch Aufwand und kann natürlich auch dazu führen, dass es da Probleme gibt, wo man dann, sage ich mal, häufig noch nachprogrammieren muss. Insofern ist es dann immer so eine Abwägungsentscheidung, ne? Was ist einfach am Ende des Tages und muss man sich individuell anschauen. Gut, ja, also in diesem Sinne vielleicht zunächst nochmal zurück zu den Empfehlungen für die Wahl eines geeigneten Nachhaltigkeitsstandards. Also aus unserer Erfahrung, wenn man in das Thema einsteigt, sollte man sich erstmal
überlegen, möchte man auf Gebietsebene, also sprich der Kommune, das wäre dann eben BISCO oder eben auch Covenant of Mayors, was ja auch nach energiebasierte Territorialbilanz in die Richtung geht, ob man auf der Ebene bilanzieren möchte oder ob man auf Organisationsebene, also sprich der kommunalen Verwaltung oder der kommunalen Betriebe oder Einrichtungen eben bilanzieren will. Und entsprechend bietet sich dann eben entweder, sage ich mal, sowas wie der Klimaschutzplaner, also BISCO an, oder eben auf der anderen Seite, wenn man auf Organisationsebene bilanzieren möchte, dann EMAS, GRI, Greenhouse Gas Protokoll, Deutsche Nachhaltigkeitskodex und so weiter, Gemeinwohlökonomie, also alles, was wir Ihnen ja auch schon gezeigt haben. Dann ist die Frage, welche Nachhaltigkeitsbereiche möchten Sie betrachten? Reicht Ihnen der Bereich Umwelt? Ne, dann ist es ganz klar eben dieses Thema Klimabilanz. Aber wenn Sie noch Soziales und Wirtschaftlichkeit natürlich auch mit betrachten möchten, also wirklich Nachhaltigkeit betrachten und nicht nur den CO2-Emissionen und wie kann man die reduzieren, dann, empfiehlt sich eben dann umfassendere Standards wie EMAS oder GRI, wie wir Ihnen ja gezeigt haben. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, welche Daten haben Sie überhaupt schon, zum Beispiel im Energiemanagementsystem oder auch in Bereichen in Ihrer Organisation, die einerseits vorhanden sind und die auch, sage ich mal, relativ einfach zu beschaffen sind. Weil wenn man natürlich, sage ich mal, dann Dinge messen möchte, wo es sehr schwierig ist, an Daten zu kommen oder wo gar keine vorliegen, dann scheiden gewisse, sage ich mal, Auswertungsmöglichkeiten von vornherein aus. Also das heißt, das Thema Datenverfügbarkeit, Datenqualität ist natürlich auch ein Thema. Also das sollte man alles bei dieser Auswahlentscheidung auch immer mitbedenken. Und letztlich geht es auch immer darum, wie viele Ressourcen, also sowohl personell als auch finanziell hat man, weil also das Thema kann schnell aufwendig werden. Also es erfordert auch viel Kommunikation. Wir hatten in unserem letzten Webinar, das wir im Februar gemacht hatten, auch mal gezeigt, wie so ein Nachhaltigkeitsmanagementprozess idealerweise aussieht. Also man sollte ja auch sich überlegen, was ist das Ziel, dann eine Strategie entwickeln, Maßnahmen aufsetzen. Und das alles erfordert ja auch viel Kommunikation innerhalb der Organisation. Das erfordert ein gemeinsames Verständnis. Also das heißt, da muss man schon auch viel Zeit für, sage ich mal, Koordination, Kommunikation und Projektmanagement dann, sage ich mal, rechnen. Und insofern sollte man sich auch immer ein bisschen überlegen, wie viel Geld und personelle Ressourcen, sage ich mal, in der Organisation zur Verfügung stehen. Und man sollte eigentlich auch immer das Commitment der Verwaltungsspitze in Ihrem Fall vielleicht oder sogar auch der Politik haben, dass man diese Schritte geht. Und letztendlich steht und fällt der Erfolg des Thema Nachhaltigkeitsmanagement natürlich auch mit der, sage ich mal, Konsequenz, mit der man es verfolgt, weil wenn Sie einmal einsteigen, dann sollten Sie natürlich auch entweder in ein oder zwei Jahresschritte dann eine Bilanz erstellen, dann schauen, was sich von einem Jahr zum anderen verändert hat, entsprechende Ableitungen treffen, die diskutieren mit Ihren Fachbereichen und sich dann wieder gemeinsam überlegen, sind die Maßnahmen, die wir das letzte Jahr ergriffen haben, noch die richtigen, muss man nicht neue aufsetzen. Das heißt, letztendlich braucht man so einen Regelprozess, der dann auch wirklich kontinuierlich über die Jahre hinweg läuft und sodass das Thema Nachhaltigkeitsmanagement auch seinen festen Platz in Ihrer Organisation findet. Ja, also das wären so die ersten Empfehlungen, die wir Ihnen hier vielleicht nochmal gerne mitgeben können und vielleicht nochmal zum ESG-Cockpit, um das abzurunden. Also was spricht denn am Ende auch für das ESG-Cockpit? Also Sie haben gerade als Verwaltung oder als Organisation, die eben auch, sage ich mal, viele Unterorganisationen hat, eben die Möglichkeit durch dieses Knotensystem wirklich komplexe und auch tief gestaffelte Organisationsstrukturen abzubilden. Wir haben ja für die Landesverwaltung von NRW das ESG-Cockpit implementiert und haben über 540 Organisationseinheiten innerhalb eines Systems abgebildet. Was natürlich eine große Herausforderung ist, aber das schafft unser Tool auch. Ne? Also so relativ komplexe Strukturen sehr gut abzubilden, dass man sie managen kann, dass man die Ergebnisse auch nach oben hoch aggregiert und dann eine Gesamtauswertung hat, aber auch eine Auswertung auf eben Einzelorganisationsebene machbar macht. Das Tool ist auch ausbaubar nach gängigen Standards. Also wenn Sie einmal, sage ich mal, einen gewissen Standard drin haben, können Sie natürlich auch den Standard wechseln, wenn es zum Beispiel der ESRS kommt. Lässt sich das natürlich dann auch mit dem Tool abbilden. Es gibt diese Auswertungs- und Datenexportfunktion, aber auch ganze Berichte kann man automatisch auswerfen.
Da war vorhin, wir haben es jetzt nicht aufgerufen, aber da gibt es Standardsberichte, da können Sie auf Knopfdruck werden die Daten eingeladen und dann müssen Sie sage ich mal, den Text eigentlich nur noch in gewisser Weise anpassen. Aber eine Struktur für so einen Bericht ist bereits schon im Tool angelegt. Und dann Customizing hatte ich schon gesprochen, Schnittstellen, ist alles möglich auf Wunsch. Wird natürlich dann auch nach Aufwand abgerechnet und wir haben besonders, was die Emissionsfaktoren angeht, auch hier die Kompatibilität mit dem Klimaschutzplaner. Das heißt, die Kombination von Klimaschutzplaner für das Gebiet der Kommune plus dann ESG-Cockpit für die einzelnen Organisationen, für die Verwaltung plus die kommunalen Betriebe oder Einrichtungen macht natürlich Sinn, weil der Klimaschutzplaner gibt eben so eine Gesamt-CO2-Bilanz und mit dem ESG-Cockpit können Sie auf Organisationsebene dann im einzelnen Kleinen auch nachsteuern und dort eben schauen, dass Sie in puncto CO2-Reduktion und auch Nachhaltigkeit vorankommen. Ja, damit wären wir jetzt soweit erstmal am Ende und Sina, weiß nicht, magst du noch oder gibt es noch Fragen von Ihnen? Sie können jetzt gerne auch die Hand heben. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit und dann können wir auch noch vielleicht hier in offener Diskussion ohne den Chat noch vielleicht ein paar Fragen beantworten, bevor wir zum Ende kommen. Ja, genau. Herr Mützel, bitte. Ja, vielen Dank zunächst für die Vorstellung. Also alles sehr interessant und erstmal Glückwunsch für dieses Produkt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert für Kommunen, um eben diese ja, Aspekte wie jetzt zum Beispiel Bilanzierung, aber auch weitergehend, insbesondere finde ich interessant, die Nachhaltigkeitsaktivitäten stärker zu bündeln in der Kommune. Ich habe weniger eine Frage, vielleicht eher eine Anmerkung, was mir also über die Jahre immer wieder auffällt. Die Instrumente werden immer ausgeklügelter, immer besser. Das ist erstmal sehr positiv. Aber wo es bei Kommunen, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich will nicht für alle Kommunen sprechen, aber wie in Neumarkt, Mittelstadt, 40.000 Einwohner, was ich auch so mitbekomme im Umfeld, ist es ganz oft weniger das Fehlen eines guten Instruments, sondern vielmehr schlichtweg die Datenverfügbarkeit. Ich meine, das ist ja ein bekanntes Problem. Wir haben das SDG-Portal, wo wir stärker in die Richtung jetzt kommen, dass für Kommunen Daten verfügbar sind, auch zentral erfasst werden, bereitgestellt werden. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt. Ich spreche jetzt mal für Bayern, wenn ich jetzt das so mal irgendwie so weit aus dem Fenster lehnen darf. Wir machen die Erfahrung aktuell, dass Städte einfach das Problem haben, schlichtweg nicht an die Kaminkehrer-Daten zu kommen. Manche Städte schaffen es, aber das ist sehr individuell. Das heißt, je nachdem, wie im Bezirk oder im Landkreis oder auf welcher Ebene es auch verankert ist, wie man da vorwärts kommt, bekommt man die Daten. Und manchmal eben überhaupt nicht. Und der aktuelle Stand auf der Ebene der Metropolregion, zumindest kann ich das so sagen, dass es einfach schlichtweg das Problem gibt, da geht es um Datenschutz oder wie auch immer, was man da manchmal so vorschiebt als Ja, Argument, das steht davon. dass die Daten einfach nicht bereitgestellt werden. Und es kann ja nicht sein, dass wir jetzt im Jahr 2023 über die Klimaschutzziele reden und dass wir wirklich jetzt mal in die Gänge kommen müssen und dass schlichtweg die Datenverfügbarkeit immer noch nicht geklärt ist. Und ich weiß nicht, auf welcher Ebene das dann tatsächlich, in Bayern ist es halt so, dass es über das Landesamt für Umwelt, die LENK, jetzt aktuell diskutiert wird und gegebenenfalls in ein Klimaschutzgesetz mit einfließt. Vielleicht ist in den anderen Bundesländern, ist man da vielleicht weiter, kann ich nicht beurteilen, aber ich möchte einfach generell mir da auch mal ein bisschen Luft machen, dieses Thema Datenverfügbarkeit für die Kommunen, weil sonst können wir noch so tolle Instrumente haben, aber wir können die wichtigsten Daten ja gar nicht einpflegen, weil wir sie schlichtweg nicht haben oder nur sehr, sehr aufwendig selbst erheben können. Ja, also ich glaube, das betrifft jetzt vor allem den Klimaschutzplaner auch, ne, mit der Territorialbilanz. Also ich kenne das Thema aus NRW und die Landesregierung NRW, die arbeitet gerade dran, eine Lösung zu finden. Weil wir sind ja in NRW, wir haben den Klimaschutzplaner in NRW ja also flächendeckend sozusagen ausgerollt. Und das ist auch ein immer wiederkehrendes Thema. Und
Also da nimmt sich jetzt das Wirtschaftsministerium letztendlich der Frage an und versucht damit den Schornsteinfeger eine Lösung zu finden. Das ist also in der Tat, also in vielen Bundesländern. Ich glaube, Baden-Württemberg hat es, soviel ich weiß, irgendwie schon geregelt, gesetzlich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht informieren Sie sich nochmal bei Kollegen in Baden-Württemberg, ne, wie die damit umgegangen sind. Aber ja, also das Problem kennen wir und die Schornsteinfeger, die leben halt auch ganz gut, ne, von ihren Daten. Die Daten sind ja das Gold des 21. Jahrhunderts, ne, das wissen wir alle. Insofern ist es natürlich immer so eine Herausforderung, da an Daten vor allem möglichst kostengünstig ranzukommen. Und ja, genau. Ja, aber danke für den Hinweis, ja, und auch nochmal für Ihr Feedback auch zu unserem Tool. Ja, wenn es jetzt sonst keine Fragen mehr gibt, dann Sina, magst du vielleicht noch mal ein paar Worte sagen, wie es jetzt weitergeht oder was wir sonst noch Ja, genau. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie alle da waren und dass das Interesse so groß ist weiterhin. Und genau, auch vielen Dank für Ihre Fragen. Wenn Sie noch weitere Infos brauchen zu verschiedenen Standards oder auch zum Nachhaltigkeitsmanagement allgemein, wir sind gerade dabei, eine eigene Website aufzubauen für das ESG-Cockpit und da werden wir eben auch verschiedene Informationen dann noch bereitstellen. Also sobald die Website online ist, werden wir Sie natürlich informieren über die eClaim-Mail oder andere von unseren Kanälen. Und außerdem befindet sich gerade eine AG Klimaneutrale Verwaltung in Gründung. Also wenn Sie Interesse haben, sich weiterhin zu diesem Thema auszutauschen, wenn Sie vielleicht schon Erfahrung gesammelt haben oder gerade vor Herausforderungen stehen, dann wäre das ein guter Ort dafür. Sie können auch selbst bestimmen, über welche Themen wir sprechen in den verschiedenen Sitzungen. Da werden wir demnächst auch eine Terminumfrage an alle Interessierten herumschicken, dass wir eben einen guten ersten Starttermin finden. Und genau, also alle Themen rund um Nachhaltigkeitsmanagement, Standards, Tools, Bilanzierung, Datenbeschaffung, also alles das wird da behandelt, was eben gerade sehr dringend ist. Und genau, also wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie uns gerne an esg-cockpit@klimabündnis.org. Oder genau, oder auch an meine E-Mail-Adresse s.jäger@klimabündnis.org und dann nehmen wir sie einfach in die Interessentinnenliste mit auf und sie können sich dann einbringen. Genau, ansonsten, genau, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich sehe gerade noch mal in den Chat. Ach, wunderbar. genau, dann bedanke ich mich ganz herzlich und verabschiede mich und wir sehen uns dann bei unserer nächsten Veranstaltung. Hoffentlich. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.